Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge oder einem neuen Stream Observer. Und hier haben wir schon den ersten Text. Dan fand Helena am Tattoo-Studio, aber der Mörder hatte sie zuerst erreicht. Am Ende seiner Spuren schied Dan, dass harte Zeiten harte Maßnahmen verlangen. Eine Neuralvernehmung an einem Toten durchzuführen ist strengstens verboten, aber da die Abriegelung die Kommunikation blockierte, konnte Dan die Sicherheitsprotokolle der Matriarchen umgehen und eintauchen. Hier, nee, da. Seht das, ne? Alles, was ich, geschrieben habe, stimmt. Vorgelesen. Fahren Sie fort? Ja, wir fahren fort. Ach so, wir sind jetzt hier wieder... Was? Müssen wir das jetzt wieder machen? Das Vieh kommt aber, oder? Ah ja, gut, okay, wir sind dem Vieh also nicht entkommen. Wie gesagt, ne, wenn es ruckelt, warnst du mich im Stream. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier gleich. Okay. Ich sehe nicht, wo es ist. Oh. Da ist es. Ich glaube, es läuft gerade da lang. Sieht chinesisch aus. Und jetzt einen auf Speedy Gonzales. Okay, ich probier's. Aber letztes Mal ist es halt hier wieder erschienen. Kleiner Roadrunner, ach. Kann ich das sehen? Okay, es ist da hinten. Wow. Pandi, hey, n'abend. Na du Nudel. Geschafft. Sehr gut. Puh. Mensch, dass unsere Solo-Session vorbei. Ja, so schnell kann's gehen, ne? Nein, aber wir freuen uns natürlich, dass die Pandi da ist. Wie ist Pandi? Läuft noch alles flüssig im Stream? Tut mir leid, wenn ich störe. Nein. Wir hatten ein kleines Techtelmechtel, aber... Du darfst gerne mitmachen, sagen wir mal so, ne? Projektdatenbank, vertraulich. Download, wird heruntergeladen. Stimmt, sie hat ja... wir haben ja die Vermutung, dass sie... Oh, Kacke! Wir hatten ja die Vermutung, dass sie... vertrauliche Daten gestohlen hat. Hat sie uns gesehen? Hohohoho. Gala, guten Abend. Ollololololol. Oh,
Hi, Gala. Na, auch bei dir alles gut? I hope so. Huhuhuhuhuhuhuhuhu. Ach so. Na sicher, alles gut, wie immer. Na, das hört man doch gerne. Oh. Ach, das ist das Ding wieder, diese Schlange. Okay, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, soweit. Eine Sammelkarte. Erdmanski, das ist aber ein schöner Name. Simon Erdmanski. Oh, ich möchte auch Erdmanski heißen. Nenn mich Erdmanski. Und da keiner motzt, es läuft noch flüssig, ja? Der Codec. Uah. Scheint jetzt zu funktionieren. Was ist das denn? Ih, so ein Harlekin-Verschnitt. Tauben. Das ist so verstörend alles. Wie kommen Entwickler auf die Idee zu sagen, wir brauchen jetzt zwei Rechner mit Harlekins, die einer steht Kopf, einer ist verdreht. Dann brauchen wir noch irgendwie einen Marktplatz, irgendwas mit Tauben und jemand, der sich den Kopf wäscht. Also, da kommt man doch nicht drauf. Oh. Den Abfluss. Kurze Antwort, Drogen. Sir Hex, du bist immer so präzise, verdammt. Schlange. Ja, aber das ist irgendwie so eine Elektroschlange. Die hatten wir beim letzten Mal auch. Ihh. Sehr ekelhaft. Sticky sollte der Schlange folgen, Lenny Face. Was? Ihh. Kann ich die Lampe nicht anmachen? Soll ich noch versuchen, die Lampe anzumachen? Hey, süße Lampe, na? Noch was vor? Geht nicht. Alter! Dann die Tür. Autsch! Jetzt ist die Lampe an. Muss ich hier irgendwie vielleicht lang crouchen? Ih. Ich komm hier nicht. Ich komm hier nicht lang. Alter, wie das abgeht. Irgendwas klatscht mich hier zurück. Bin wieder im Lurken, alles klar. Viel Spaß beim Lurken und beim wahrscheinlich DVD-Zocken. Mach sie alle fettisch. Es geht immer noch nicht hier. Ah, ist das ekelhaft. Ach, hier ist ein Stöpsel. Oh, keine Babys. Alter, was geht?
Das ist ja... Das ist ja sowas von krank. Oh, hier ist klar, ey. Was? Ich sehe nix. Ich sehe nix hier. Entschuldigung, wollten Sie heute noch schlafen? Nö. Nee, du, alles gut. Schlafen wird überbewertet. Nee. Ach. Ja, doch. Was zum Teufel geht denn hier? Ich sehe auch nichts mehr. Ich sehe nichts, gar nichts. Muss doch bestimmt irgendwas hier. Ach! Muss ich unseren Freund wieder mitnehmen hier? Unseren Fernsehballon? Alter, wie krank. Krank einfach. Oh, ist das düster. Was? Ist hier irgendwas Böses? Okay, das Ding gibt uns aber anscheinend Licht, ne? Ach, guck mal. Okay, das Ding gibt uns auch Licht. Dieses Kindergelache, ey. Hallo? Okay, ich glaube, dieser Schrei sagt immer aus, dass wir kurz vorm Verrecken sind oder so. Kann ich das mal irgendwie so platzieren, dass es das an I. Was? Ach, jetzt geht das aber nicht mehr auf hier. Oh, starker Raucherhusten. Alter, das ist doch... Echt mal. Das geht nicht. So, jetzt habe ich die Tür ein Stück auf. Wenn ich mir jetzt mal unseren Kumpel hier wiederhole, dann schlägt die Tür wieder zu. Einfach Bitchvieh. Nö, ist alles gut. Und euer geistiger Zustand so? Hm? Kann ich hier irgendwas machen? Oder müssen wir... Ach so, warte mal. Ah, geht die auch auf? Die Tür hier geht auch auf. Okay, ich weiß noch nicht, was es bringen soll, aber... Wir machen die mal auf. Das ist doch die Art von Puzzle, die jeder haben will. Ja, genau. Mit den Sounds, mit diesen Effekten, mit irgendetwas in der Dunkelheit, was einen anschreit. Ist einfach herrlich. Ist wunderschön. Da möchte man Urlaub machen. Nicht. Jetzt weiß ich auch, warum du hier zugucken willst. Du willst mich einfach nur leiden sehen. Das ist das.
bist einfach sadistisch eingestellt. So ist es nämlich. So sieht's aus, mein Freund.